Mein Plan ist heute, viel zu trinken. Der Alkohol ist unsere Grundlage des Lebens. Das gehört ich auch so. Und im Endeffekt, sehen Sie das wie hier? Das ist unser Fundament. Ja. Lache, grieche, Danze sind so lang. Ich persönlich liebe Karneval. Ich komme aus Köln, ich habe eigentlich jedes Jahr gefeiert. Außer in letzter Zeit, weil da habe ich nicht mehr hier gewohnt. Meine Freunde haben mir allerdings erzählt, dass gerade im Straßenkarneval, im Kneipenkarneval es so sehr eskaliert ist, dass es vor allem immer mehr junge Menschen gibt, die ultra betrunken sind. Das war auch das Medienecho nach dem 11.11. In den Artikeln ging es dann zum Beispiel um sowas wie Sexattacken. Es wurde von Saufexzessen geredet, von Straßenschlachten. Oder es gab Berichte, wo die Kölner Oberbürgermeisterin gesagt hat, dass Karneval einfach nur noch ein allgemeines Besäufnis ist. Ich will mir heute mal angucken, ey, ist es wirklich so krass. Kommt ihr aus Köln? Nein, nein, aus Aachen. Aus Aachen? Aus Aachen. Aachen. Ja. Ja. Das heißt, ihr seid Karnevalstouristen? Ja, klar. Die Karneval in Aachen ist auch Karneval. Ist auch Karneval. Das heißt, was war euer Plan für heute? Laufen. Ein bisschen trinken. Ja? Ja, klar. Das ist der einzige Plan? Ja. Was so mit Tradition? Ja, Tradition Kamelle werfen. Was ist denn die Tradition? So, es ist jetzt ungefähr 10 Uhr und hier vorne ist das Zelt, beziehungsweise wird das Zelt aufgebaut von den Streetworkern der Stadt Köln. Und es ist nachher ein Zufluchtsort für Jugendliche, wenn denen kalt ist, wenn die sich aufwärmen wollen, wenn die Suppe brauchen oder eben so alkoholfreie Getränke. Und da können die dann dahin. Hi, grüß dich. Gut, und dir? Lasse, was passiert hier gerade? Meine ganzen Kollegen sind gerade angekommen und wir bauen unsere beiden Pavillons auf. Und sind dabei, zum Beispiel die Gaskocher aufzustellen, die Verpflegung aufzubauen, alles zu sortieren, damit wir ab, ich glaube, 11 Uhr dann rausgehen können, um Leute aufzusuchen. Okay, jetzt seid ihr hier am Fischmarkt, also unten direkt am Rhein. Das ist ja eher so, wo ein bisschen jüngere Menschen oder Jugendliche sich rumtreiben. Ist das bewusst gewählt? Ja, genau. Aus dem Grund ist es gewählt, weil hier auch in den Johanniter- und Malteser-Zelten, da vorne an der Hohenzollernbrücke und an der Deutzerbrücke, häufig unter 18-Jährige eingeliefert werden, in Anführungszeichen. Und dann ist es so, dass die halt per Gesetz nicht wieder in Anführungszeichen ausgewildert werden dürfen, wenn die in Rausch ausgeschlafen haben, sondern dann muss halt quasi das Jugendamt als Vertretung da hinkommen und versuchen, vielleicht die Eltern zu erreichen oder Geschwister, die 18 sind und genau dann dafür zu sorgen, dass die alle heil nach Hause kommen. So, hier sind jetzt die ganzen Wasserdinger für die Menschen. Ich glaube, hier ist. Ja, hier ist Saft. Ich glaube, da ist die Suppe drin. Ich habe gerade einen Einsatzplan bekommen. Das ist das Team heute. Mal, Toilette an, Toilette rein. Noch 30 Minuten, Mike. Noch 30 Minuten, dann ist 11.11 Uhr. Hier vorne ist jetzt der Bahnhof, der Hauptbahnhof. Da kommen die ganzen Karnevalstouristen an oder die ganzen Menschen, die hoch heute feiern wollen. Ja. Kein Rotkäppchen. Kein Rotkäppchen hier. Ich kann auch feiern ohne Alkohol, aber so ein bisschen heiter macht schon immer mehr Spaß. Was macht das mit dir, wenn du so super junge Menschen siehst, die so krass getrunken sind? Man muss leider sagen, man war doch früher auch nicht besser. Ne? Man hat sich doch mit 16, 17, 18 auch so abgeschossen. Die Jugend, die lernt das noch mit Alkohol, die werden auch noch reifer. Es ist nicht schön, man muss vielleicht mal ab und zu mal helfen, aber sie werden es überleben. Mach jetzt, du Idiot! Das ist so blöd, das glaube ich nicht. Da will man einmal ins Fernsehen und dann das. Nur deswegen sind wir auch aufgestanden heute und dann so ein Scheiß. Eure Chance, komm, jetzt aber! So, cut, einmal kann man groß rauskommen und du verschwindest das. Dreh das nach rechts, der ist doch falsch. Was hast du denn? Wir sind jetzt gerade zurück auf dem Weg. Hier ist Kotze. Ich bin in Kotze getreten. Wir sind zurück zu den Streetworkern auf dem Weg dahin und laufen einmal über den Heumarkt, vielleicht nicht so die smarteste Idee, weil es ist einfach ultra, ultra voll hier. Oh
Okay. Tarek, wie läuft's heute? Noch ziemlich ruhig. Yeah. Wir dürfen ja nicht vergessen, erst ab 12 Uhr haben die alle Jugendlichen schulfrei und dann geht richtig los. Okay. Und gehst du auch raus oder bist du heute nur hier drin? Nee, ich bin jetzt bis 15.45 Uhr hier drin und danach habe ich eine andere Aufgabe. Ich war auch vorher draußen. Ah. Ja, wir sind ja insgesamt 5 Teams, wie waren ja die Arbeit untereinander. Mhm. Jeder hat eineinhalb Stunden Dienst und entweder am Rhein oder im Zelt oder yeah. am Dom oder am Heumarkt, Neumarkt und so weiter. Yeah. Wie war deine erste Tour draußen? War's sehr ruhig. Okay. Sehr ruhig. Also kaum Jugendlichen, kaum Heranwachsende. Jetzt mittlerweile ist mehr zu tun. Und ich denke mal, in einer Stunde wird noch etwas mehr. Okay. Lass es ist jetzt. Warte mal, ich habe keine Uhr. Wie viel Uhr haben wir? Viertel vor zwei. Zwei? Viertel vor zwei. Wie ist so die Situation, also wie ist so die Lage? Also ich habe die Mädels gezählt, die wir angesprochen haben, meine Kollegin, die Jungs. Von den 78 Mädchen ging es vielleicht so 4 schlecht. Also schlecht im Sinne von, wäre gut, wenn jemand Wasser trinken soll. Aber jetzt nicht irgendwie Krankenhaus schlecht. Okay. Genau. Hast du so eine Prognose, die du abgeben kannst für heute? Was erwartest du noch? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also die Erfahrung zeigt eigentlich, dass ab Nachmittag, spät Nachmittag die Stimmung so ein bisschen umschlägt. So, wenn halt die Leute besoffener werden, dann wird es ein bisschen aggressiver so insgesamt. Dann werden wir auch häufiger in die Zelte gerufen von den Hilfsdiensten. Besonders jungen Leuten. Ich habe so, wenn ich mich umgucke, schon den Eindruck, dass sie echt extrem jung sind. Also viele sehen aus, als wären so 14, 15, 16. Fernsehen! Herzlich willkommen! Hi! Herzlich willkommen zu unserem Blog hier, unser Karnevalsblog. Hier sind wir in der Kölner Altstadt, in der angrenzenden Altstadt. Hier ist das Rheinufer. Da vorne ist die junge Zollbrücke, guck mal. Aber hier ist eher so minderjähriges Alter. Oh, wir sind also wir gehen jetzt in die Altstadt. Da sind halt, die Fuckables. Was hast du gerade gesagt? Da sind die Fuckables. Also die, weißt du, wo man nicht aufpassen muss, hat man ins Gefängnis kommt. Oh mein Gott. Hier vorne ist die Zürcher Straße, das ist eher so die Studentenecke in Köln. Oh mein Gott, dieser Mensch ist Marco. Oh mein Gott, ich will hier weg. Also hier ist es jetzt gerade einfach extrem ekelhaft, wenn man so komplett nüchtern ist. Hier ist so alles voller Müll und es stinkt so richtig hart nach Kotze. Meine Füße kleben am Boden und es sind einfach so viele Menschen. Solange wir noch am Leben sind, am Lachen, die schöne Tanze sind, solange wir noch am Leben. Moritz! Ja! Hey! Ich hab jetzt ein Golfturnier. Ein richtiges Golfturnier. Ja, ja, ja. Oh nein! Ach, komm, fast. Das sind hier seriöse Interviews. Wir sind jetzt hier zurück am Rhein und hinter uns ist der Heumarkt. Und man sieht hier auf jeden Fall, jetzt ist es knapp 16, 30 ist es. Dass es schon krasser wird. Also hier liegen auch am Rand Menschen, denen es nicht gut geht und die auch versorgt werden. Entschuldigung, dürfen wir ins Interview? Nee, danke. Ich bin ein Video, du Hurensohn, dann piss dich. Ist jetzt kurz vor Ende, ihr räumt langsam auf. Genau. Mein Eindruck war so ein bisschen, räum ruhig alles rein. Mein Eindruck war so ein bisschen, eigentlich alles cool den ganzen Tag über, jetzt langsam, wir kamen von der Zülpicher zurück hier rüber, dass so ein bisschen anders ist als heute Mittag noch, also ein bisschen übermütiger. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie ist so dein Eindruck? Ja, also den Eindruck, den du hast, der ist genau auch der von uns. So.
übermütig trifft es ganz gut auf jeden Fall. Letztes Jahr war es so, dass es 208 Einlieferungen in Krankenhäuser gab, okay, von unter 20-Jährigen. Ja. Wie ist dein Eindruck? Dieses Jahr hast du irgendwelche Zahlen, die du uns nennen kannst von heute? Also ich habe von einem Zelt Zahlen und da wurden 4 unter 18-Jährige bisher, das war um 3:30 oder so, ins Kinderkrankenhaus in der Amsterdamer Straße eingeliefert. Aber das ist halt eine Zahl von einem Zelt. Ich weiß nicht, wie es in den anderen ausgesehen hat. Das heißt, du klingst recht positiv eigentlich. Ja, der Tag, ja, absolut. Also ist auch, was das Team rückmeldet. So, wir treffen uns immer nach unseren Schichten an dem jeweiligen Ort und reflektieren kurz, was wo passiert ist. Und alle anderen waren auch der Meinung, dass heute der Vibe besonders gut war auf jeden Fall. So, während die Jungs jetzt hier unten abbauen, machen wir uns langsam auf den Heimweg. Die Frage, die immer noch bleibt, ist, wird es immer krasser? Mein Eindruck ist, es wird nicht immer krasser. Klar sind die Menschen hier betrunken und viele feiern auch, aber die Stimmung ist eigentlich immer recht positiv gewesen heute. Jetzt zum Ende hin ist es so ein kleines bisschen bei den Jugendlichen so ein bisschen übermütig geworden, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall, Alkohol hat hier irgendwie einen großen Stellenwert, alle trinken. Und ich finde es in Ordnung, weil es gehört irgendwie zum Karneval dazu, auch bei mir damals. Das Ding ist nur, wenn dann die Menschen irgendwie am Straßenrand sitzen und sich übergeben oder vom Krankenwagen abgeholt werden müssen, ist es halt einfach nicht mehr cool. Und gerade wenn das eben so 12-, 13-, 14-Jährige sind, weil das sind einfach wirklich noch Kinder.